Für die ganz Faulen. Ja, so mit Hocker vor. Vorher die wissen sie nochmal Hocker, also voll geil. Alter, Floppy! Ich bin Troll. Ich habe gerade, geträumt. Ja. Naja, aber in dem Zimmer wäre natürlich nicht gesessen, aber ich habe sofort mit meinen Kindern ausgemacht. Das ist halt jetzt, das ist schon mein Mann, das Kind ist mir. Oh, nicht schlecht. Echt? Ja. Also es war richtig schön. Also ich weiß zwar noch nicht, was das alles heißt, mit G-Box oder was auch immer, also irgendwie... Das ist ein besonderes Ding. Weißt du, was das heißt? Bitte? Weißt du, was das alles da heißt? Mit der D-Box und was nicht alles ist? Diese Rüttelsitze. Hä? Ah, okay. Na, das ist echt cool. Ich glaube, wir brauchen kein Tank. Ich finde das ausreichend aus. Viel gehen muss, das weißt du auch. Oh, fällt. Oh. Na, die hat aber eine Reichweite, Alter. Wollte ich nicht, ach so, ich wollte gerade sagen, wollte ich nicht aufheben. Wieso habe ich jetzt ein L? Loser. Hä, war das schon L? Ja, weil ich gerade meinen Promethium-Box aufgemacht habe. Aha, das ist erklärt, wir haben ja alle gestorben. Aha. Also wir können es mal versuchen mit Nordic. Ja. Und wir müssen uns halt direkt vor die Ketten stellen. Zwischen Kette und dem dicken da. Also einfach hier vor, direkt. Einfach hier. Und dann kommt er und dann Schadstärke. Ich will noch verschaden. Das wäre mein Heiler. Wo ist noch mal gezielt? Schaut es da wahrscheinlich? Also ich glaube ja immer noch. Nein, das ist nicht so. Wir werden richtig angemacht, wenn wir das falsch machen. Was? Ja, das gibt's halt weiter.
schon angemeckert, dass er das falsch macht. Oh, jetzt will er was. Na, wohin läuft er? Er guckt zu dir. Oder soll er loslaufen? Nee, läuft aber auf die falsche Seite. Ich sehe so kein Leuchten an. Ich kann mir jetzt so ein Leuchten an. Leuchtet. Ja, wir müssen auf jeden Fall bei dem Leuchten mit dem Draht sein. Ja, das ist bei dem Leuchten. Also, leuchtet. Soll ich jetzt nichts machen? Ich schaue es los. Hm, leuchtet er nicht. Wieso macht er die Kette nicht kaputt? Das hat heute Morgen wunderbar funktioniert, also ja. Sonst würden wir es ja nicht so machen wollen. Ja, ich denke einfach, das ist das immer noch so, wie dass man ihn einfach richtig dirigieren muss, egal wie man es genau macht. Ja, wir standen eigentlich direkt davor und der war dann gegenüber der Kette und ist einfach losgelaufen und hat sie kaputt gemacht. Ist vielleicht zu dicht an der Kette hinterher. Also ich muss leider immer noch sagen, dass bei mir diese Kette nicht leuchtet. Das ist eh, das ist ein Anzeigefehler. Ich weiß auch nicht warum. Ich stehe sogar im Leuchten. Also bei mir leuchtet es aber tatsächlich auch nicht. Nee, dann ist die rechts von uns. Aber ich glaube, das ist auch egal. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass die Ketten dann weg sind, wenn sie weg sind. Die ganze Woche müssen. Okay, wir machen es doch mit dem. Oder Kari, bist du noch da? Nein. Aber ich hoffe nicht mehr. Ja, da. Okay. Also, was Vibe oder was? Ja. Also ich glaube tatsächlich, wir sollten einfach, wenn er losläuft, einfach müssen wir da eben stehen, wo eine Kette ist. Auf einer anderen gegenüberliegenden Seite oder so. Damit er eben auch zur Kette hinläuft. Ja, ich denke, wir müssen einfach ein bisschen weiter von ein Stück vorne. Also der muss zwischen uns, also zwischen der Gruppe und dem Ding. Und lass mich den tanken. Du machst mehr Schaden als ich wahrscheinlich. Willst du tanken? Ja. Probieren.
Also wie machen wir es jetzt? Gegenüberliegend, oder? Ich will das nochmal so versuchen. Und wie das heute Morgen ist. Okay, also. Ein bisschen weiter wegbleiben. Ja, aber die ist jetzt schon klar, das ist eigentlich genau das gleiche, nur eben, dass wir hier stehen, statt gegenüber. Ja, eigentlich schon. Das ist genau dieselbe Methode. Ja, aber so fällt da besser an, also normalerweise. Ich kann jetzt gerade nicht, ich sehe gerade nicht. Aber ich bin ja dann trotzdem beruhigt, dass wir es. Ist ja dann das gleiche. Der kommt immer wieder. Aber das wird vor mir stehen. Ich sehe ja überhaupt nichts, ne? Lass mich doch da rüber machen. Ich glaube, ich war betäubt oder so. Ich sehe es nicht. Aber Kabi, du stehst doch jetzt trotzdem falsch, oder nicht? Ja, das soll ja hier an diese Kette. Ja, charge der dann zum Tank oder zu uns? Ja, wenn kein Tank da ist, eigentlich zu uns. Und wenn Tank da ist? Das weiß ich nicht. Also das meine ich ja, dass, wenn du draußen stehst und wir drinnen stehen... Der hat aber gesagt, wir müssen alle vor der Kette, der Tank hat. Ja. Und er stand bei euch? Ja. Okay. Ein bisschen weiter weg als Kabi. Aber nur ein Tick. Okay. Aber man sah genauso wenig.
Ja, wir scheinen ihn irgendwie daran zu hindern, zu chargen, oder? Ich sehe gerade überhaupt nichts. Ich ziehe mal ein bisschen weiter vor. Jetzt. Ah, jetzt chargt er. In die falsche Richtung mal schauen. Nee, okay, der ist weg. Ich hätte eine völlig neue Theorie. Ganz genau, wir stehen an der Kette und der Tank steht in der Mitte. Das ist die Frage, ob er das wirklich müsste oder ob er nicht automatisch zu uns chargt. Ich glaube das nicht fast. Wollen wir es testen? Ja. Haben wir eben die Deserteur-Methode, macht ja nichts. Sehe ich in die Mitte. Ja. Also so, du kannst natürlich schon in unsere Richtung, ne? So ein bisschen in unsere Richtung. So wie früher mit den. So wie bei Paradox früher. So, merkt ihr so einen Chargenwirkung jetzt zurück. Oder auch wie bei Olympus im Grunde in dieses Dreieck eben. Glaubt auch, das ist die beste. Also jetzt müssen wir eigentlich nochmal anfangen. Weil es gibt doch da ein Feed. Ach echt? Ja. Welchen denn? Dass man sofort alle Ketten kaputt macht. Ah. Also, ich muss aber jetzt trotzdem da reingehen oder so rumstehen. Ich glaube, hier ist es am besten, wenn er dann dahinter ist irgendwann. Ja, da rennt er rein, dann ja, ich ziehe ihn jetzt trotzdem rein. Ach, er rennt automatisch rein, okay. Gabi ist tot. Gute Herstellung habe ich falsch. Muss ich Präzision haben? Dafür? Ich hab's hier. Ja?
Zeichen. Da gibt es auch ein Feed, dass man alle Basilisken-Eier findet. Ich sammle gerade alle. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo da alle sein sollen. Ja. Wir nehmen ja alle mit immer, oder? Versuchen wir.
Wenn wir jetzt länger drin bleiben, können wir die anderen Eier auch noch rausholen. Oder was passiert denn? Es geht noch weiter. Ja, nee, ich bin nicht so weit. Es gibt nur zwei Wochen. Vielleicht hätten wir noch irgendwie zurückgemusst. Da nochmal suchen. Aber es gibt ja keine anderen Wege, es sind ja immer dieselben Wege. Ich wüsste gar nicht, wo wir da hingehen könnten. Ein Trigger irgendwie, weil wir hinten schauen noch was drin. Guck mal. Hallo. Da liegt ein Ei. Ja, ganz am Anfang da, in der rechts wird schon auch ein Ei sein. Oh. Ich hab ein Tor aufgemacht. Komm ich gleich zu dir zurück? Wo bist denn du? Am Anfang. Wo bist du jetzt hingegangen? Ich hab einfach nur das Ei geholt. Wo war noch eins? Guck mal, hier ist eins, aber da gibt's keinen so ein Bild zum Aktivieren. Du musst ja von der anderen Seite kommen irgendwie. Du bist doch Anfang hin. Warte mal. Jemand drauf hier? Also anscheinend kann man diese Flammenschalen da aktivieren. Ach, du bist jetzt... Geht auch nichts. Oder kann ich mir irgendwas machen? Oder? Ich kann das jetzt auch nicht...
Versuch mal. Versuch das mal zu aktivieren. Geht nichts. Ne, passiert nichts. Hattest du ein E oder was hattest du? Naja, ich hab hier das so aufgemacht und hab da hinten das Eis aufgemacht. Vielleicht geht immer nur einmal pro Dings. Warte mal, aber hier ist auch ein Schalter. Guck mal. Ist hier nicht irgendwo ein Schalter? Da gibt's keinen. Da auch nicht. Vielleicht haben wir jetzt auch alle Eier, weil da ist ja gar kein Ei drin in dem Nest. Sicher? Da ist jetzt aber was aufgegangen da hinten, hast du es gerade gesehen? Mhm. Hat irgendwer was gemacht? Ach, da geht immer wieder was auf. Da muss hier jemand stehen. Das ist ein bisschen blöd. Das sieht nämlich aus, als ob man von hinten durchlaufen könnte. Jetzt geht's wieder zu. Da müssen wir einfach schnell sein. Lieber jeder draufstellen auf eins. Jetzt ist wieder offen. Du musst einen Weg finden, wie wir da auf die andere Seite rüberkommen. Da muss auch so ein paar Plaketten draufstehen. Vielleicht muss jeder auf so einer Plakette stehen, also ich. Auch so ein. Jetzt ist aber offen, guck. Ich stehe auf einer Plakette. Jetzt geht's wieder zu. Wahrscheinlich immer zeitgesteuert, keine Ahnung. Da können wir später hin. Genau, vielleicht müssen wir einfach einen Endpunkt jetzt legen und dann geht's sofort raus. Vielleicht. Na guck, jetzt geht hier, wenn ich da draufstehe, dann ist da so eine Flamme an. Und diese Dinger gibt es ja in mehreren Räumen. Aber mir schon das Ei rausgenommen. Guck, wenn. Und diese Plaketten, die gibt es halt in mehreren Räumen. Und wenn da vielleicht drei draufstehen, vielleicht kann man dann da irgendwie rein. Das weiß ich. Ja, ich glaube eher, dass es ja. Man muss ja irgendwie hier rüber. Jetzt bist du halt echt raus, Karin. Ah, warte mal. Hier ist außen drin. Da ist auch. Ich geh sauber rein. Jetzt müssen nur noch vorne einer draufstehen. Ich bin vorne jetzt. Ja, geh mal da drauf. Stell dich mal da drauf. Ist, nee, guck mal, das geht doch automatisch auf. Ne? Geh doch mal da drauf. Das ist irgendwas bewirkt. Oh, Flamme. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, hier sind Feinde. Siehst du? Und ein Ei. Ich stell mal um. Oh Gott. Was sind das für Dinger? Sind die heftig? Keine Ahnung. Vögelchen. Okay, sind gar nicht so heftig. Ich habe zwar trotzdem alles gezündet, was ich hatte. Hey, guck mal. Hey.
Also alle drei Plaketten, ja. Und die in dem letzten Raum mit dem Phönix, die schickt, ist das, ist der Teleport. Hier war auch ein Schloss mit Zucker drauf gestanden. Standst du da drauf? Ja, da stand ich drauf. Ah, okay, alle vier. Also, es mussten vier haben, alles waren vier. Vier, okay. Vier und kann von Anfang an. Alles klar, müssen wir sagen. Wir müssen 10 Punkte geben. Aber das ist ja eigentlich ein einfacher Punkt. Cool. Also hier sind drei und ganz am Anfang sind auch nochmal welche. Jetzt nur noch hier mit verschreien. Soll ich hier auf Tank bleiben, oder? Nö. Lieber versuchen, schnell runterzubringen. Passen, orbitaler passt gerade. Ich habe auch Supercharge, alles fertig. Warte mal, stopp mal bitte noch nicht rein. Ich war eben mein. Nee, Floppy, hast du nicht auch Supercharge? Ach so, du hast die gerade gezündet, ne? Eine habe ich noch. Meinst du echt? Können wir versuchen. Das ist halt auch ein Lied. Also ich habe. Was ist das? Habe ich da? Sie sind viel nicht versteinert zu werden. Also wenn ich würde mal denken, dass man hinter ihr steht, dass sie einen nicht anguckt. Das ist auch ja. Die kleinen Versteinerungen. Also aus der Mythologie auf jeden Fall. Sie macht das ja mit den Augen. Die Ads, die da kommen. Ja, die Ads, da muss man halt auch drauf achten. Die müssen halt schnell weg. Also. Geben wir alles einfach. Wir hauen sie einfach so schnell wie möglich kaputt. Versuchen, genau. Scheiße, ich bin schon steil. Ja, ja, ich bin auch. Hast du gesehen? Oh, alle. Jetzt bin ich steil. Meine Supercharge kämpft. Schaden machen, obwohl ich jetzt hier versteinert bin. Ich darf mal wieder.